Evgenija Gerschkowitsch kann nur mit Tränen über das berichten, was ihrem geliebten Hund Filja passiert ist. Ich war im Schock. Zwergpudel Filja. Er war mehr als nur ein Hund. Er gehörte fest zur Familie, Weißsohn Michael. Wenn irgendein Freund meinen Vater mit dem Auto abgeholt hat, war der Hund schneller im Auto als mein Vater, um ja nicht alleine zu Hause zu bleiben. Und jegliche Versuche irgendwie, dass ich den Hund mitnehme, wenn der Vater wegfahren musste, das war eigentlich immer sehr schlimm. Besonders tragisch war für die Familie der Tod des Vaters hier links im Bild vor einem halben Jahr. Der Hund, immer der Muntermacher der Familie, war für die Mutter nach dem schmerzhaften Verlust des Mannes besonders wichtig. Nach dem Tod meines Vaters haben wir uns oft die Frage gestellt, ob wir irgendwann mal den Hund abgeben würden. Und da haben wir gleich gemerkt, geht nicht, der wird einfach nur sterben. Weil als der Vater gestorben ist, hat er 2 Wochen lang kaum was gegessen. Als ob der Tod des geliebten Mannes nicht genug wäre. Vor rund 2 Wochen kommt es in Offenbach an der Frankfurter Ecke Luisenstraße zum 2. Schicksalsschlag. Die 66-Jährige geht mit der angeleinten Filja die Straße entlang, will über den Zebrastreifen. Zeitgleich nähert sich ein dunkler Kombi. Er hält nicht an, der Hund gerät unter die Räder. Ich habe gedacht, wie kann ich helfen, mein Hund? Und ich war im Schock, dass der Fahrer hat... Die ist weggefahren. Der Fahrer flüchtet und Filja ist so schwer verletzt, dass auch der Tierarzt nichts ausrichten kann. Der Zwergpudel stirbt 2 Tage nach dem Unfall. Für die Familie ein herber Schlag. Also sie ist jetzt auch seltener. Weil früher mit dem Hund musste sie sich was zu essen nehmen und dem Hund, weil sonst hat er gar nicht gegessen. Der war so. Der hat immer nur dann gegessen, wenn die Familie mitgegessen hat. Sonst gar nicht. Und jetzt ist es auch nicht der. Jetzt muss ich bei ihr 2-3 Mal am Tag anrufen und nachfragen, Mutter, hast du denn gegessen? Nee, ich habe nicht dran gedacht. Und das ist schon, also es fehlt nicht nur ein Hund oder ein Mitglied der Familie, es fehlt tatsächlich eine Lebensstütze. Nur mit einem unbehaglichen Gefühl geht die Rentnerin heute die Straße entlang, wo ihr Hund sein Leben ließ. Zeitgleich beschäftigt sich die Offenbacher Polizei mit dem Fall. Bis heute ist der Fahrer, der etwas gemerkt haben muss, nicht zu finden. Und bei dieser Sache handelt es sich definitiv um eine Unfallflucht, weil hier ist etwas beschädigt worden durch den Autofahrer. Es ist der Hund gewesen, der dann 2 Tage später leider verstorben ist. Und deswegen ermitteln wir jetzt in dieser Sache wegen Unfallflucht. Wir haben jetzt die Frage, wer diesen Kombi gesehen hat. Zu diesem Zeitpunkt war starker Verkehr an dieser Kreuzung und es wird sicherlich irgendjemand gewesen sein, der den Unfall mitbekommen hat. 2 Verluste für Familie Gerschkowitsch, der geliebte Ehemann und Vater, sowie Filja, der 5 Jahre alte Zwergpudel. Aber es muss weitergehen, sagen Mutter und Sohn. Irgendwie.